So, Ladies and Gentlemen, Rüssig Pupsig ist am Start und durch euren Support, Leute, ihr habt mir geholfen, die Jungs haben mich rausgeholt, ich bin aus dem Knast rausgekommen, aber ich habe leider meinen Auftrag nicht geschafft zu erfüllen, also habe ich mir gedacht, nochmal das allerletzte Mal als Fake-Polizist, warte mal, Entschuldigung, hallo? Hallo? Ja, guten Tag. Ich wollte eine Anzeige. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich hatte gerade eine Schlägerei und ich wollte eine Anzeige stellen gegen den Verbrecher. Ich weiß nicht, er hat mir mein Handy. Da müssen Sie einfach reingehen zu meinem Kollegen. Ja, danke. Gehen Sie einfach rein. Schönen Tag Ihnen noch. Aber Moment mal. Ja. Sie kommen mir ziemlich bekannt vor. Ach, nee, ich glaube, ich wurde zu Gericht. Ich sehe gar nicht aus, wie ich aussehe. Okay, schönen Tag noch. Leute, wir werden uns heute wieder als Polizist verkleiden und ein paar Hubschrauber, Flugzeuge, Privatjets von YouTubern klauen. Aber jetzt erstmal hier vorbei. Ja, guten Tag, hallo. Ganz kurz. Hallo? Ja, sorry, ich musste gerade Bericht fertig schreiben. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Ich hatte gerade eine Schlägerei, mein Kopf tut ein bisschen brennen. Ich will eine Anzeige stellen. Können Sie vielleicht den Dokumenten nachschauen nach einem Richard Mill? Richard Mill? Ja, genau. Warte schon mal die ganze Anzeigeformular raus. Geben Sie mir bitte mal eine Minute, ich will alles zusammensuchen. Hey Leute, solange ihr die Sachen sucht, gehe ich hier einfach undercover durch in die Umkleide, gehe zu der Tasche und werde mich umziehen. Leute, guckt euch mein neues Outfit an. Ich sehe jetzt einfach aus wie so ein SWAT-Mann aus und mich kann einfach niemand mehr erkennen. Ich werde jetzt einfach hier durchspazieren wie so eine Einheit, weil irgendwie der Officer am Anfang hat mich ein bisschen erkannt, deswegen ist alles gut. Ja, moin. Hallo. Herr Müller. Hallo? Entschuldigung. Ja. Haben Sie gerade den Passanten gesehen? Ich hatte Anzeige vorbereitet. Wo ist der hin? Ja, da ist jemand rausgelaufen, hat gesagt, der muss ganz schnell zum Gerichtstermin oder so, hatte ich gemeint. Da fahr ich doch schnell hin, Anzeige machen, hallo? Die Sporte, wir haben einen Einsatz hier. Wir haben Einsatz. Brauchen Sie uns? Nee, alles gut, ja. Ja, dann gutes Gelegen, ruhigen Dienst, ne? Kollege, ich habe hier mein SWAT-Fahrzeug gerade nicht, muss auf Zivil gehen. Haben Sie vielleicht für das Zollmobil da vorne, das Zollauto? Ja, Sie können ruhig mein Auto so lange nehmen. Geben Sie mir mal die Schlüssel davon, ja? Ja, nehmen Sie. Wann kommen Sie wieder? Ja, ich denke, eine Stunde, zwei Stunden, hier ist das ja gar kein Problem für meinen Kollegen, immer vielleicht, doch. Vielleicht noch die paar Donuts holen. Bring Donuts gehören mir. Bring ich euch mal mit. Danke für die Schlüssel, ne? Aber ich mach mich da mal auf. Meine Fenster, das zeigen Sie mir aber, oder? Die Scheibe, die hat geklemmt. Sind Sie versichert? Kollege, wir haben Einsatz. Kommen Sie mit. Einsatz, Jungs, wir sehen uns, Jungs. Tschüss. Macht's gut. Ey Leute, die haben mal wieder nichts geballt. Wir sind hier tatsächlich mal komplett im SWAT-Outfit, im Zollauto. Und ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Ich werde es euch zeigen, Freunde. So Leute, wir sind hier unterwegs und ihr seht vielleicht dieses riesige Hochhaus. Und da oben, habe ich gehört, wohnt Stanislav, a.k.a. Standard Skill. Und hat einfach sich einen neuen Helikopter oder Flugzeug oder sowas gezogen. Und ich dachte mir, vielleicht schaffen wir es irgendwie als SWAT-Team-Einsatz, ihm das Ganze abzuziehen. Und ich hoffe, es klappt einfach. Ich packe jetzt hier mein Auto. So, und wir müssen diesmal klingeln, Leute. Ich hoffe, er macht uns die Tür auf. Ich versuch's mal. Wir laufen jetzt hier zur Tür. Und ja, er wohnt ganz oben. Das ist einfach. Also klingle ich jetzt auch einfach mal. Hallo? Ja, hallo, wer ist da? SWAT-Team-Police-Einsatz. Wir müssten hier rein. Wir haben eine Hausdurchsuchung bei Ihnen, ja? Wie, warum denn, hä? Hausdurchsuchung bezüglich kriminellen Aktivitäten, Drogenschmuggler. Ihre Nachbarin hat sie uns hier angezeigt, ne? Haben Sie überhaupt eine Hausdurchsuchung? Ja, das zeige ich Ihnen, dann können Sie die Tür aufmachen. Okay, ja, ich lasse Sie mal hoch hier. Was ist denn hier schon wieder los? So, Hallöchen, der Herr, ne? SWAT-Team hier, SWAT-Team. Hallo? Nee, wie, du bist SWAT-Team alleine, oder was? Ja, also ich wurde jetzt einsatzgeschickt. Die Nachbarin von Ihnen, die Helga, die hat gemeint, sie wären ein Drogenschmuggler. Das gibt hier gar keine Helga als Nachbarin, hä? Ja, was erzählen Sie denn? Die vom Haus gegenüber, ne? Nicht in diesem Haus. Vom Haus gegenüber? Zeigen Sie mir mal Ihr Durchsuchungsbefehl überhaupt. Ja, gar kein Problem. Ich zeig's Ihnen ganz kurz. Moment. Ja, ne?
Zeigen Sie mir jetzt erstmal den Durchsuchungsbefehl. Der Durchsuchungsbefehl, ne? Ich gebe es Ihnen jetzt mal ganz kurz. Hier, Mensch, hier, nehmen Sie ihn. Hä? Das haben Sie doch gerade selber geschrieben. Nein, komm, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir klären das draußen hier. Sie tun hier... Ich bin hier... Das ist nicht nur... Guck mal, ich erzähle ja mal... Ich wurde letztens erst von der Polizei verarscht. Sehe ich aus wie die Polizei? Ich bin das Police-Swat-Team, ja? Also mal halblang hier. Mann, dieses ich will jetzt erstmal meinen Anwalt anrufen. Ja, kein Problem, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Sie gehen jetzt erstmal raus, ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Haben Sie... Ich glaube, Spinne. Wie ist Ihr Schwimmbad-Temperaturwetter so? Die ist gut, Können Sie ganz kurz messen? Ich glaube, da stimmt was nicht. Gehen Sie mal an den Pool und messen Sie. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Gehen Sie an den Pool, sag ich. An den Pool. An den Pool, sag ich. Sie sollen in den Pool gehen. So, und hier bleiben Sie auch. So. So, Sie bleiben jetzt erstmal im Pool, ne? Gehen Sie nicht aus dem... Oh mein Gott, die Sirenen sind schon an... Hilfe, Entschuldigung, ich muss los! Weg von der Auf Wiedersehen! Nein, hier ist schon wieder ein Fake-Polizist! Sie wollen Beef, oder was? Hier, zack, Alter! Sie gehen ins Haus sofort rein! Sofort! Ey, du scheiß Fake-Bulle, Alter! Unglaublich, ich glaube, ich spinn! Ey, der will einsteigen! Nein! Der will einsteigen! Oh mein Gott! Er fällt! Oh mein Gott, Polizei ist drin und ich weiß nicht, ob Stanislav das Ganze überlebt hat. Der ist einfach gerade mit nach oben geflogen und einfach runtergeflogen, weil ich einfach Pirouetten gezogen habe. Ich werde jetzt den Helikopter sicher landen und Leute, wir haben es einfach mal wieder geschafft. Es ist ein riesiger, geiler, gelber Helikopter. So Leute, ich bin jetzt hier bei der geheimen Base von mir. So, hier bin ich sicher. Hier werde ich jetzt das, ich habe Landeschwierigkeiten, bleib stehen! Okay, Freunde, ich hab keinen Pilotenschein, aber ich schaffe es hier, verstecktes in den Helikopter zu landen. So, damit hier auch nichts passiert, hier schön abgesichert in dem Waldgebiet. Und jetzt, Leute, muss ich mir ein Auto schnappen und weiter geht's. Ey, Leute, ich habe jetzt ein Auto geklaut, aber ich glaube, ich muss bis morgen warten, bis ich das nächste Flugzeug klauen kann, weil ich glaube, Stanislav wird wieder jetzt alle informieren und die werden bestimmt das Flugplatzgelände absperren. Deswegen tue ich jetzt erst morgen hingehen. So Leute, der nächste Tag ist angebrochen. Ich bin hier gerade unterwegs. Ich habe mir so ein Auto geklaut und wir müssen irgendwie... Oh mein Gott, hier sind schon Polizisten. Scheiße, Freunde. Ich hoffe, das wird gut gehen. Halten Sie mal an hier. Hallo, ich bin's. Wer sind Sie denn? SWAT-Team, Police-SWAT-Team. Wir müssen heute Sie sind ein Kollege oder was? Ja, was müssen wir denn hier machen? Wir müssen die SWAT-Jets heute testen. Die haben heute Dreck in den Flug. Die sind doch gar nicht da, die Swat-Jets. Die kommen doch gleich heute, ne? Die kommen jetzt in einer Stunde. Ich muss jetzt das Gelände putzen. Sind Sie hier privat unterwegs, oder was? Nein. Einsatz. Können Sie mir mal Ihren Ausweis bitte zeigen? Ja, klar, hier. Wie, ist das hier eine Verarsche, oder was? Steigen Sie mal aus. Wie aussteigen? Aus dem Fahrzeug aussteigen. So. Wer ist denn Ihr Chef? Der Chef ist Officer Ludwig. Officer Ludwig, okay, Also irgendwie kommt mir das hier alles ein bisschen spanisch vor, ja, muss ich sagen. Komm, wir gehen an den Computer und dann können Sie ja die Daten durchgeben. Geben Sie mir jetzt irgendwie Ihren Namen durch. Gehen Sie und dann an gucken den Computer. Wir mal, ob das hier, das muss auch alles Richtigkeit haben, ne? Oh, es tut mir leid, Kleiner. So, jetzt gucken wir mal. Es tut mir leid! Oh mein Gott, ich muss den töten, Leute. Gut, mit Schalldämpfer habe ich das Ganze gemacht, damit hier nichts durchbricht. Ich muss auch die Schranke durchbrechen. Ich habe gehört, hier ist ein großer YouTuber, nämlich Sue. Und hier ist leider sehr viel Polizei und ich hoffe, die werden nicht die Leiche finden. Wir müssen ganz schnell hinfahren und so tun, als hätten wir einen Einsatz. Und ich hoffe einfach, dass es gut geht, Leute. Wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Wir haben nicht so viel Zeit. Scheiße, und das Auto? Oh mein Gott, ich glaube, da hinten ist ein Privatjet. Hä? Aber der ist noch nicht hier. Scheiße, wo... Oh, da fährt jemand. Oh mein Gott. Hä, was machen Sie bei meinem Privatjet? Einsatz! SWAT-Team! Ist es Ihr privates Flugzeug? Wir haben hier einen Verbrecher. Das ist mein Privatjet. Wir haben hier einen Verbrecher. Ich bräuchte die Schlüssel. Wir haben einen Einsatz. Geben Sie mir die Schlüssel. Das kommt mir sehr suspekt vor. Nein, das ist ein wichtiger Einsatz. Das kommt mir sehr suspekt vor. Wenn Sie sich wehren, muss ich Sie verhaften. Und mir mit Gewalt den Schlüssel entziehen. Ja, alles gut, aber hier nehmen Sie erstmal meine Daten. Dankeschön. Und könnte ich mal bitte Ihren Daten sehen? Hören Sie, der Einsatz läuft. Wir haben einen Fake-Polizisten am Flughafen, der versucht, ein Objekt zu stehlen.
Oh mein Gott! Ich hab. Was ist da leise? Oh mein Gott, ich kann nicht schießen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! In die Autos, wir müssen Oh mein Gott! Freunde, ich kann so im Flugzeug nicht fliegen! Wir müssen auf die Strecke! Oh mein Gott, wir gehen auf die Strecke! Oh mein Gott, die Polizeiautos! Die verfolgen uns! Oh mein Gott! Leute, bitte flug! Wie flieg ich? Wie flieg ich? Die schießen! Oh mein Gott, Flugzeug, bitte flieg! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin abgehoben! Und die sind genau unter mir! Oh mein Gott! Nein, nicht schon wieder! Oh mein Gott, Freunde! Ey, wir haben es ganz knapp geschafft! Und wir sind einfach ganz knapp vor den Polizisten weggeflogen! Ey Leute, das dreht sich hier alles im Kreis für mich. Ich muss jetzt erstmal sicher das Flugzeug landen und dann müssen wir weiter schauen, ob ich mich überhaupt noch weiter traue, weil langsam wird es echt zu gefährlich. So Leute, ey, ich habe Angst. Ich glaube, es ist keine gute Idee mehr, Flugzeuge zu klauen, Leute, weil ich kann nicht so gut fliegen und ich habe keinen Führerschein. Und hier sind auch überall schon Leute. Ich hoffe, die... Oh mein Gott, was ist das für ein Privatjet? Oh mein Gott, wen kann der gehen? Max, ja, die 10 Millionen sind im Koffer, den kann ich die Flugzeug leihen. Oh mein Gott, Max, wir gehen da mal kurz quatschen gleich. Ich packe jetzt erstmal dieses Flugzeug hier, nimm die Schlüssel und versteck sie hier hinterm Wohnwagen, weil nicht, dass sie mein Flugzeug klauen, hier schön ins Gebüsch legen. Hier wird es keiner finden. Wir gucken mal, was das jetzt für ein Flugzeug ist da hinten. Ja, Max, ja, gut, nochmal 5 Millionen leihen, gut. Du wirst aber in 2 Wochen zurückzahlen. Entschuldigung? Ja, mir egal. Entschuldigung. Du bist YouTuber, egal. Entschuldigung. Ja, bitte. Was, Polizei, was ihr wollt? Police Airplane, SWAT-Team. Ich bräuchte die Genehmigung für das Flugzeug, die Landebahn. Ja, was für Genehmigung? Privatflugplatz hier von mir, gehöre mir. Privatflugplatz müssen Sie trotzdem sicher eine Genehmigung holen. Ah, gib mir Papiere, dass du sehen darfst. Guck mal. Ja, ich gebe Ihnen Papiere hier. Hier, bitteschön. So, die zeigt, bald, ja, danke schön. Geh meine glatt holen. Ihr habt nichts zu tun, ne? Kleine Kontrolle. Wem gehört das Flugzeug? Ja, wem wohl? Mir. Ja, aber hier in den Papieren steht iCrimex. Ja, und? Du, der Halter ist? Und, ich hab gekauft. Und wer sind Sie? Ich bin Twan. Twan. Mhm. Okay. Und Sie sind Officer. Dienstnummer habe. Los, sofort Dienstnummer. Ja, Dienstnummer 911. Ja, aber es ist komisch. Warte, ich muss gerade hier kurz die Box weg tun. Okay, machen Sie die Box weg. Gar kein Problem. Oh, hören Sie die Sirenen? Einsatz! Ja, Zugriff, was ist denn los hier mit euch? Was für Zugriff? Alle stehen bleiben! Ja, stehen bleiben! Kollegen, hierüber! Was ist denn los wieder? Oh. Erst komm hier, Kollege, gib mir aufs Sack jetzt auch noch, oder was, hä? Officer, ist ganz kurzes Gespräch. Ich bin hier schon im Einsatz. Kommen Sie ganz kurz mit. Ich bin hier auf Streife gefahren und im Funk wurde durchgegeben, dass das schwarze Privatjet geklaut worden ist. Ich hab den Dieb, der ist da hinten. Hände hoch! Ihr kriegt mich niemals leicht langsam hier mit euch. Das heißt Kolumbus. Polizei, schießen! Verfolgen! Einsteigen! Steigen Sie ein, verfolgen Sie! Bleiben Sie stehen! Verstärkung, gebrauchen Sie einmal flüchtiges Fahrzeug! Ich sichere den Ort ab, fahren Sie hinterher! Sehr gut! Unsere Verstärkung, schnell hinterher! Fahren Sie! Schnell hinterher, hinter dem Lambo! Ich sichere die Stelle ab hier! Wir brauchen... Ja, absichern! Leute, ich hab jetzt... Wir suchen einen Fake-Polizisten! Oh mein Gott, ich hab... Ich hab einfach das Flugzeug! Oh mein Gott, ihr habt's rausbekommen! Leute, wir müssen wieder abheben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Freunde! Oh mein Gott, was passiert hier? Ey, die haben Helikopter geholt, alles drum und dran! Die verfolgen mich! Jets Army! Oh mein Gott, ey Leute, ich muss sie irgendwie abschütteln. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Wir brauchen die Army. Oh mein Gott, mein Flugzeug. Oh mein Gott, Leute, mein Flugzeug. Nein, scheiße, ich muss abhauen. Ich muss zu Fuß weiter. Ich bin einfach abgestürzt. Flugzeug ist gelandet. Oh mein Gott. Unterstützung am Boden. Oh mein Gott, alles voller Flugzeuge. Verdammte Scheiße. Über mir sind überall Flugzeuge, Leute. Was soll ich machen? Ich glaube, jetzt ist... Verdächtiger befindet sich auf der Straße, brauchen hier Bodentruppen.
Oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss schnell weg. Der Verdächtiger klaut ein Auto. Ich muss schnell weg, ich muss schnell weg. Verdächtiger ist auf der Rennlandebahn unterwegs Richtung Norden. Ey Leute, ich muss hier irgendwo unterkommen. Oh, da stehen so viele Autos. Ich werde mich dort einfach bei den Autos tarnen. Ich werde mich jetzt einfach bei diesen Autos tarnen. Helikopter hat Sichtkontakt. Oh mein Gott, Leute. Rückzug, ey, Polizei ist sogar hier, aber da vorne... Chinesische Mafia vor Ort. Was? Was für chinesische Mafia? Rückzug, chinesische Mafia. Stehen bleiben, oder wie hieß denn? Alles stehen bleiben, alles hieß. Alle, nein, nicht den. Kleiner. Waffe runter. Oh mein Gott, als ob. Waffe weg. Ja, Waffe ist weg. Waffe ist keine weg. Zeugen hier. Oh mein Gott. Wie viele Autos kommen da noch angefahren? Sind das alles deine Leute? Keine Zeugen. Weißt du was? Oh mein wie Gott. Wie leicht seid ihr langsam? Pam. Ach, da. Er sprengt einfach hier alle in die Luft. So, auf die Knie. Oh mein weißt Gott. Weißt du, wie du dich angelegt hast? Ey, bitte. Entspannen Sie sich. Wenn er falsche Bewegung macht, knallt ihn ab. Entspannen Sie sich. Auf die Knie. Ja. Machen Sie mir nicht. Mein Spielzeug. Machen Sie mir nichts. Spielzeug. Ey, tun Sie mir nichts, so. Bitte. Du hast dich mit Chinesen Mafia angelegt, ja? Du hast ein Flugzeug gezahlt. Oh mein Gott, so. Alter. Wer ist das denn noch? Wer seid ihr? Das ist mein Kollege. Hör mir zu. Oh mein Gott. Du hast zwei Optionen. Entweder ich werde dich jetzt hier hinlisten mit der Shotgun. Oder Option 2 ist... Leute, und damit soll es gewesen sein. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da. Was will die chinesische Mafia von mir? Sollen wir um unser Leben irgendwie da rauskämpfen? Checkt die Jungs ab in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GTA Roleplay. Ciao.